Hier ein Beispiel, wie man die Formel für die Binomialverteilung anwendet. Die Angabe lautet, so wie sie da steht, es kommen in einem Kartenspiel 4 Farben gleich oft vor. Und jetzt zieht man eine Karte, schreibt sich auf, welche Farbe das ist und gibt die Karte dann wieder zurück, mischt das Kartenspiel, zieht ein nächstes Mal und so weiter. Und jetzt ist gefragt, wie groß ist die Chance, dass man bei 5 Mal ziehen genau 4 Mal die Farbe Herz zieht. Gut, das Erste, was wir uns jetzt mal überlegen, wieso ist das eine Binomialverteilung? Erinnern wir uns, bei einer Binomialverteilung müssen vor allem zwei Dinge erfüllt sein, nämlich, wenn man etwas mehrfach macht, muss es immer zwei Möglichkeiten geben, die einen für dieses Beispiel interessieren. Und was haben wir da? Uns interessiert nur, ob ich Herz ziehe oder ob ich irgendwas anderes ziehe. Und das sind die zwei Möglichkeiten, um die dreht sich's. Also ich ziehe und dann schaue ich nach, ist es Herz? Okay. Ist es kein Herz? Nicht okay. Ja oder nein? Das ist einmal die erste wichtige Bedingung. Die zweite wichtige Bedingung, wenn ich sowas öfter hintereinander mache, egal wie oft ich es mache, es muss immer dieselbe Wahrscheinlichkeit bleiben. Naja, aber auch das ist erfüllt, denn wenn alle 4 Farben gleich oft vorkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Farbe zu ziehen, 25%, ein Viertel oder eben 0,25. Und das ist, wenn ich die Karte wieder zurücklege natürlich, das ist immer das Gleiche. Also beim ersten Mal habe ich eine Chance von 0,25, dass ich Herz ziehe. Beim zweiten Zug wieder 0,25. Beim dritten wieder und so weiter und so weiter. Und damit weiß ich, das Ganze ist eine Binomialverteilung und ich kann es mit Binomialverteilung rechnen. Gut, da ist die Formel. Schauen wir uns einmal die wichtigen Parameter an. Die sollte man sich zuerst überlegen. N, wie oft mache ich den Versuch? Ich ziehe 5 Mal. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für das, was ich haben will? Ich will Herz ziehen. Naja, die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0,25, dass ich Herz ziehe. Damit ergibt sich automatisch die Gegenwahrscheinlichkeit von 0,75. Und jetzt drittens, wie oft soll das vorkommen? Naja, ich möchte 4 Mal, und zwar genau 4 Mal Herz ziehen. Ja, und das war schon. Jetzt setze ich alles ein. In meine Formel schreibe ich statt K einen Vierer, überall statt K einen Vierer. Na, komm her da. Wo bist du? Da, gut. Statt Q schreibe ich 0,75, 0,75. Statt P schreibe ich 0,25 und statt N schreibe ich 5. Und fertig ist meine Formel, wobei natürlich 5 minus 4 lasse ich nicht so stehen. 5 minus 4 ist 1 und auch das hoch 1 muss ich ja nicht unbedingt rechnen. Gut, dann geben wir das mal in den Taschenrechner ein. Das erste, was wir für die Formel eingeben müssen, ist 5 über 4 und das ist ja am Taschenrechner die Taste NCR. Die ist hier. Also 5 über 4 bedeutet, ich gebe ein 5, sieht man das? 5 NCR, zweimal draufdrücken bei dem Taschenrechner, 5 NCR 4. Gut, jetzt kommt mal 0,25 hoch 4, das ist jetzt keine Hexerei mehr, also mal 0,25 hoch 4 und jetzt noch mal 0,75, das hoch 1 erspare ich mir jetzt beim Eintippen. Gut, okay. Und die Wahrscheinlichkeit ist 0,015.
0,015 gerundet, 0,015 gerundet, sind in Prozent angegeben 1,5%. Das heißt, mit 1,5%iger Wahrscheinlichkeit ziehe ich von 5 Zügen 4 mal Hertz.